Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4 Special. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Morgen, Liebling. Bald werde ich Mutter sein. Ich habe was Leckeres zubereitet, Tempura-Schüssel. Ich habe gehört, dass du heute Geburtstag hast, Liebling. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe gesucht und gesucht, um genau das Richtige zu finden. Danke. Bitte sehr. Oh, Honig ist süß. So. Also im wahrsten Sinne des Wortes süß. So, ab zum Silbersee. Können das hier Thunfische sein? Nee, oder? Eine seltene Dose. Du musst auch spielen. Nee, kleine Fische. Kleine Fische. Großer Fisch. Wieder Seriola, leider. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Thunfisch. Alles gerade weggeschwommen, deswegen. Scheiß drauf. Oh, wir haben die Felder vergessen, ne? Alter Experte. Fertig! Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt alle goldenen fertig. Und ich glaube, die sind auch fertig, oder? Ja, ja. Das heißt, wenn ich die jetzt liefere, oder muss ich die nur ernten, um die Anfrage abzuschließen? Gucken wir mal, ob das die letzte Pflanze war. Du hast es geschafft, bis auf die Grundblume jede Nutzpflanze zu ernten. Das ist sehr beeindruckend. Im Blumenshop kannst du noch mehr Blumen kaufen. Du bist bestimmt erschöpft, weil du diese lächerliche Aufgabe erfüllen musstest. Probieren wir beim nächsten Mal eine neue Anfrage aus. Ich habe gehört, dass du heute Geburtstag hast. Alles Gute zum Geburtstag. Schauen wir uns die Anfragen für heute an. Ich meine, ganz prinzipiell können wir das schon machen. Aber ich glaube, Stufe 10 wird schwieriger. Den Goldpflanzen. Ich weiß nicht, wie lange die Grundblume braucht, ne? Ah, ja, ich kenne dich noch. Oh, danke. Ein Geschenk für mich. Ein bisschen zu spät. Jetzt haben wir hier die Grundblume. 120 Tage. Und der Scheiß kostet 45.000 pro Ding, okay. Also doch nicht so ein krasser Level-Cheat. Aber wächst das ganze Jahr über, oder was? Millionen.
3,6 Millionen. Ich muss auch eine liefern, deswegen habe ich mal eine Märge mitgenommen. Boah, mein Geld! Oh, das tat gerade richtig weh, oder? Oh, das tat richtig, richtig weh. Das Geld da gerade runtergehen zu sehen. Und nachher verkaufen die Kronblumen sich dann für 20 Millionen, sehe ich schon kommen. Das war nicht so clever von mir, wie ich das gemacht habe. Naja. Da haben wir ein Feld voll Grundblumen. Perfekt. So. Dann noch ein bisschen was in den Kühlschrank packen. Da müssen wir noch Dünger ausgeben und so. Müssen wir noch Dünger drauf packen. So, dann wollen wir noch. Haben wir hier noch Dünger drin? Ich glaube schon, oder? Ich meine, wir können ihn noch kaufen, so ist es ja nicht. Wir haben genug Geld. Na, da war er, glaube ich, gerade. Nee, das war ein Paralyser. Wir brauchen noch mehr Dünger. Congrats. Wo ist also Vater? Herzlichen Glückwunsch! So. Nein, das will ich nicht. Das war nicht das, was ich wollte. Well, come again.
Wir sind bald unter 10 Millionen, das geht also nicht. Ja, ich hätte mir das Feld vorher angucken können und gucken können, wo ich noch wie viel draufpacken muss. Ah, ich bin faul. So, dann wollen wir noch das Riesenpulver machen. Ich glaube, die beiden da unten reichen für Riesenpulver. Auf anderen Feldern könnten auch noch welche aktiv sein. Hier packen wir dann noch ein bisschen was mehr drauf. Packen wir hier noch eins drauf. Packen wir hier noch eins drauf, hier noch eins, hier noch eins, dann passt das. So. Dann haben wir das fertig. Die Vollblumen haben wir geerntet, wir haben alles geerntet. Wir müssen nicht mal auf die Felder. Das heißt, wir können jetzt nur noch uns hier um das Feld kümmern. Ich meine, es hat sich ein bisschen was getan, immerhin. Jetzt haben wir was, neue Situation, lustigerweise. Mit den Grundblumen. So, wir müssen aber trotzdem auch noch Thunfisch finden. An das Winterfeld. Was mache ich denn? Wir wissen, ob das Thunfisch sein kann. Nope. Makrele. Das könnte ein Thunfisch sein. Oh, ich war wieder zu nervös. Ich brauch den Thunfisch. Es war ein Hummer. Natürlich. La, la, la. Ich frage mich, ob es die ganz kleinen Fische hier sind. Was ist das? Die sind so klein. Ist das Garnelen oder so? Keine Ahnung. Das stimmt. Kann sein, dass wir die auch noch brauchten für irgendein Gericht, was wir noch nicht hergestellt haben. Dass es immer Hummer ist, das ist zum Kotzen. Ich will keinen Hummer. Ach komm schon, bitte, 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 bitte. Sei Thunfisch. Dreh dich um, sei Thunfisch. Nein.
Nein, ich brauche doch Thunfisch. Thunfisch, Thunfisch, Thunfisch. Thunfisch. Thunfisch, ich brauche Thunfisch. Thunfisch, so komm doch in meine Tasche. Thunfisch, oh Thunfisch, komm doch zu mir. Ich suche dich und finde dich nicht. Thunfisch, oh Thunfisch, komm doch bitte her. Thunfisch, oh Thunfisch, das ist doch nicht schwer. Thunfisch, oh Thunfisch, komm doch bitte her. Thunfisch, oh Thunfisch, dann störe ich dich nicht mehr. Komm schon, mein Thunfisch, ich bring dich danach frittiert und heiß und fettig auf den Tisch. Thunfisch, oh Thunfisch, zeige dich, mein lieber Thunfisch. Mach mich glücklich. Thunfisch, oder? Das könnte Thunfisch sein. Nein! Ich bin so blöd. Oh Mann, es tut schon weh. Es tut schon weh. Thunfisch tut so weh. Thunfisch, Kopf auf Tisch. Thunfisch. Oh Mann. Ich werde niemals diesen Thunfisch kriegen. Ich glaube, ich brauche noch zwei, ne? Ich brauche einmal für glaube ich, Grill. Und hatte ich das Sashimi hatte ich schon, oder? Ich weiß es nicht. Oh, das wird nicht schön. Ich glaube auch, der Thunfisch war der mittelgroße Fisch. Nicht der ganz große Fisch. Ist das der Thunfisch? Ich weiß es nicht. Nein, das war ein Tintenfisch. Ist mir jetzt egal. Ich werde das Nachtangeln machen, ist mir wurscht. Ich brauche den Thunfisch. Vielleicht finden wir nachts ja noch besondere Fische. Vielleicht ein Leuchtthunfisch oder ein Tintenfisch. Leuchtthunfisch. Der Leuchtthunfisch. Der muss jetzt in mein eigenes Spiel kommen, ne? Und dadurch, dass ich das versprochen habe. Der Leuchtthunfisch. Aber erstmal muss ich Sleeper Company weiter modden. Das ist schrecklich, ne? Ich habe immer so Projekte, ich mache immer andere Dinge. Ich mache immer nichts, was mein eigenes Spiel angeht. Dabei. Es wäre gar nicht so schwer. So ein Farming-Game ist gar nicht so schwer zu programmieren. Ich müsste mal anfangen. Nur ich mache lieber wieder Sleeper Company Mods. Für die Leute, die Leaf Company bei mir schauen und vielleicht hier gerade reinschauen oder sowas. Wir werden bald tolle neue Items haben. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Wir werden Raketenschuhe haben, mit denen wir einen Doppelsprung machen können. Wir werden Schwimmflossen haben, mit denen wir auf überfluteten Planeten schwimmen können. Wir werden einen Blitzableiter haben, mit dem wir auf Planeten, die Sturm haben, quasi können wir die Blitze ableiten lassen. Und wir werden eine Flare Gun haben, auf jeden Fall, mit der wir dann Gegner weglocken können, zum Beispiel auf Eclipse-Planeten. Dann wird meine Mod natürlich auch dafür sorgen, dass auf Eclipse dann auch endlich mehr Loot da ist. Dass es sich lohnt, das Risiko einzugehen. Oh, eine Flunder.
Und was auch noch kommen wird, kommt noch einiges Lustiges. Eine Grappling Gun oder Grappling Hook hatte ich noch überlegt. Ich muss aber mal gucken, ob das überhaupt Sinn ergibt in dem Spiel, weil es kann sein, dass das gar nicht so viel Sinn ergibt. Weil man alles in sehr engen Raum ist, aber man muss mal schauen. Aber der Grappling Hook wäre halt super geil, wenn das mit den Abgründen funktioniert, ne? Dass man sich einfach rüber grappeln kann. Also nicht mal, da muss man nicht mal springen, du musst noch mit der Grappling Gun quasi auf die andere Seite schießen. Alles neue Items und das wird in das XP-System eingearbeitet dann. Das wird das Geilste eigentlich. Man kann dafür zum Beispiel 2000 XP die nächsten Liste an Items freischalten. Da fällt mir noch ein Item ein, was kommt. Nachtsichtgerät. Als quasi nächste Stufe der Taschenlampe. Ihr seht, ich habe schon viel darüber nachgedacht. Und die Flare Gun ist quasi die nächste Stufe von der Stun Grenade. Ist quasi dann die Stufe über das Stun Grenade. Ach ja. Das ist zumindest der Plan. Mal gucken, ob ich das in der nächsten Woche irgendwie hinbekomme. Und dann übrigens, wenn das soweit ist und ich die Tier 2 Items alle fertig habe, es wird übrigens auch eine Boombox Tier 2 geben, dann. Die mache ich einfach. Ich mache einfach eine Boombox mit anderen Farben oder ein bisschen anderes Modell. Mehr Ghetto Blaster mäßig als Tier 2. Mit anderer Musik dann übrigens. Weil ich die Idee ganz lustig fand. Also wird von vielen Items dann in Tier 2 quasi machen, eine höhere Stufe. Da. Wenn ich Tier 2 fertig habe für meine Upgrade-Mod, dann kommt die Mod öffentlich raus. Ich arbeite dann aber schon an Tier 3 Objekten. Ich meine, das erste Tier 3 Objekt ist das Nachtsichtgerät. Die Pro Flashlight in Label Company wird rausgeschmissen, die kommt in Tier 2. Die kriegst du am Anfang gar nicht, dann in Zukunft. Hehehe. So, haben wir denn... Oh, wir haben Kugelfisch gefangen. Hochala. Ja gut, nice. Kugelfisch auf den Tisch. Den Flunder haben wir noch nicht geliefert. Aber das Sashimi haben wir schon mal geliefert. Hummer ist irrelevant, absolut irrelevant, der Hummer. Kein Mensch braucht Hummer. Hummer. Hornhecht brauchen wir auch nicht. Lachs. Okay, dann versuchen wir noch mal in der Pfanne was herzustellen. Gegrillten Hornhecht haben wir schon, okay. Tintenfisch ist alles schon gar kein Problem. Makrele vielleicht? Nee. Lachs auch nicht. Giebel haben wir auch schon. Flunder, die gegrillte Flunder haben wir noch nicht, aber wir haben auch die Flunder noch nicht geliefert, aber wir machen erstmal die gegrillte Version. Ja, war keine so gute Ausbeute heute, aber war ein bisschen was dabei, war ja immer der Kugelfisch dabei, ne? Ich meine, da kann man sich ja auch nicht beschweren, Kugelfisch war schon geil. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir einen Kugelfisch bekommen haben. Da seht ihr mal, wie sehr ich bei der Sache bin, wenn ich zocke, ne? Potato so, hä, was? Was ist, was passiert? Ja, es ist Schlafenszeit, ist schon sehr spät. Time to work hard. Hi. Morgen, Liebling. Mein Bauch wird immer schwerer. Hier, gib mich das Smoothie, greif zu. Ich hab gehört, dass heute Mädchen von den Jungs etwas geschenkt bekommen. Ob ich wohl etwas bekomme? Ja, hier kriegst du ein Smoothie wieder. Hier, bitte sehr. Oh, gib mich das Smoothie, juhu. So fruchtig und süß. Macht Spaß, das zu trinken. Ich liebe es, danke.
Oder muss man zum Fest dann an. Na egal. Ich weiß, meine Tiere könnten das machen, aber Wayne. Wayne! Wie sieht's denn mit den Pflanzen aus? Wie viele? 4%. Alter, das sind 20 Tage Minimum. Ja, 30 Tage, ne? Das wird übel. Das wird lange dauern. Das wird ganz schön lange dauern. Naja, ich habe ja Zeit. Ich meine. Dann habe ich wenigstens ein Zeitlimit für mein Level mit den Waffen. Aber ich muss das mit den Waffen gar nicht mehr leveln. Aber ich muss das Waffenbrot holen. Genau, stimmt, das war das noch. Was ich alleine machen werde, vermutlich. Ach ja, genau. Wir wollen wieder zum Silbersee. Ja, wir brauchen Thunfisch. Und Kugelfisch. Aber vor allem Thunfisch. Aber auch Kugelfisch. Kugelfisch brauchen wir, glaube ich, noch alles. Auch gegrillt und so. Wir brauchen alles Thunfisch. Kugelfisch. Thunfisch brauchen wir. Ja, wir brauchen beides zweimal. Doof. Alles ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd, oh nein. Wie kann das denn nur sein? Wir brauchen Thunfisch und Kugelfisch, Mann. Ach, ich wünschte mir, es gäbe irgendwie die Möglichkeit. Ich meine, es ist. Wenn ich so ein Game machen würde, ja, ich würde das so machen, dass jede Art von Fisch spawnt in den Teich jedes Mal. Weil warum nicht? Da machst du ein Minigame dazu, was schwieriger ist. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie so nervig, immer dieses raus, reinlaufen. Oder ich würde zumindest die Chance erhöhen. Weil wie oft laufen wir hier raus und rein, nur um zu schauen, ach, kein Fisch da. Ah, kein Fisch da. Ah, kein Fisch da. Ah, vielleicht da vorne. Na komm schon, dreh dich um. Wieder ein Hummer. Ich brauche keinen Hummer. Ich brauche Thunfisch und Kugelfisch, mein liebes Spiel. War das auch ein großer Fisch? Weiß es nicht. Oh. Das ist ein mittelgroßer, oder? Das ist kein riesiger, das ist nur ein mittelgroßer. Das war wieder nur ein Hummer. So viel Aufwand dann für einen Hummer, das ist halt das Nervige. Dann, da, dann. Oh, wie er da gerade einfach reingeschwommen ist, während ich am Aufladen war. Ist er jetzt weg? Er ist gerade so schnell nach unten geschwommen. Flunder ist auch gut. Flunder können wir auch noch gebrauchen, glaube ich. Ja, aber das war's schon. Mehr Flunder brauchen wir nicht. Das war alle Flunder, die wir brauchen.
Ist kein mittelgroßer. Na komm schon. Na komme, mein Thunfisch. Ich gehe gleich runter in meine Küche und hol mir eine fucking Dose Thunfisch. Das reicht mir langsam. Dann importiere ich die einfach ins Spiel. Schließe ich einen Scanner an und scanne den Thunfisch. Das geht doch so, oder? Thunfische sind große Fische, also es muss eigentlich schon ein mittelgroßer, großer Fisch sein. Also echte Thunfische sind gigantisch groß. Also gigantisch jetzt nicht, aber für mich schon gigantisch. Also Thunfische sind jetzt keine kleinen Fische. Ich meine, es gibt schon auch kleine Exemplare, vor allem nicht voll ausgewachsen oder sowas. Klar. Also sagen wir so, Thunfische können sehr groß werden. Und sind übrigens sehr lecker. Ich weiß, in Thunfischdosen ist eigentlich gar kein echter Thunfisch mehr drin und das ist auch okay so, weil Thunfisch überficht ist. Aber auch die Alternative, ich weiß gar nicht, was für ein Fisch das war, auch die ist lecker. Dun. Ich guck mal ganz kurz wegen dem Fest. Bleib einfach so, wie du bist, und dein Kind wird auf eine natürliche Art und Weise durch Beobachtung lernen. Eure Majestät, hier, bitte nimm dies mit den besten Wünschen, Cookie. Danke. Ich wünsche dir das allergrößte Glück mit deinen Geschenken und dem Überreichen derselben. Sag mir Bescheid, wenn du mal etwas benötigen solltest. Ich werde dir nach Kräften helfen. Oh ja, Potato, das ist für dich. Das hat nichts mit meinem Geschäft zu tun, also kannst du es gerne annehmen. Oh, danke. Ich habe Poker hinzukommen lassen, auch wenn ich sie gemacht habe. Ich weiß deine Bemühungen zu schätzen, danke. Um ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht, an wen ich welche verschenke. Ach, das ist ja langweilig. Und du, Potato, verschenkst du welche? Ja. Oh, an wen? Wer ist die Glückliche? Das vor allen Kunden zu tun, dürfte nicht so einfach sein, Doug. Mir kannst du es aber sagen, ich nehme alle Geheimnisse mit ins Grab. Das ist nicht fair, Arthur, ich möchte das auch wissen. Ja, es ist nicht fair, es geheim zu halten. Potato, du solltest es uns allen sagen. Ja, ihr wisst doch wen. Meine Ehefrau natürlich. Hä? Sie Idioten. Wen denn sonst? Hallo. Hallo. Aber erstmal gehen wir wieder angeln. Ich meine, wir können mal einen Herbstfluss versuchen. Vielleicht gibt es ja auch coole Fische. Oh, direkt ein großer Fisch. Vielleicht gibt es ja auch coole Fische. Ein echter Bonito, ja, der bringt uns nicht so weit. Dann ist aber mittelgroßer Fisch, den hätte ich gerne. Lachs, ich glaube, Lachs brauchen wir nicht mehr. Oh, ein Schnapper. Nice. Den Schnapper brauchen wir dreimal, glaube ich sogar. Ich werde aber zwischen den Parts mal ganz kurz gucken, wo man die Fische alle herbekommt, weil ich glaube, es gibt noch andere Teiche, wo man angeln kann, wo man besondere Fische herbekommt. Ich meine, ich weiß, in den Gebärden gibt es einen Teich, das weiß ich, aber die anderen habe ich vergessen.
Lachs. Komm schon. Dreh dich um. Ach, es war nur ein Lachs, okay. Ich glaube, ich hatte gerade irgendwie irgendwas. Neuen Fisch, glaube ich. Ich hab's noch nicht gecheckt. Ah ne, es war ein Kaulbarsch, okay. Das war's. Der ist nicht neu. Was sind das für kleine Fische hier? Okay. Ja, gehen wir nach Hause kochen und dann gehen wir schlafen. Da war gerade ein großer Fisch hier an der Seite, ne? Und hier geht's sogar schneller. Der Part ist leider schon vorbei, aber das geht ja viel schneller. Ich kenne natürlich nur den Fisch, der gerade Saison hat, ne? Ist noch nicht so angenehm vom Sound, ne? Komm, wir gucken mal ganz kurz, ob wir irgendwas herstellen können. Hey. Evening. Was wir noch nicht hatten. Ich meine, die Flunder, ich meine, aber die Flunder haben wir schon, das Sashimi haben wir schon hergestellt, genau. Schnapper. Schnapper-Sashimi, genau. Wir haben aber Schnapper auch noch nicht geliefert. Ich meine, wir haben Herbst, wir müssten einen Schnapper dort finden. Gut, die Flunder haben wir noch nicht geliefert, aber Flunder-Sashimi haben wir schon geliefert. Den echten Bonito haben wir schon geliefert. Sashimi auch. Ich nehme an, die Pfann, das Pfanngericht mit ihm haben wir auch schon, oder? Ah, die Flunder, gegrillte Flunder haben wir noch nicht, okay. Also haben wir schon so rum. Dann heißt, wir brauchen nur die Flunder verkaufen.
Thunfisch-Teriyaki. Würde ich gerne machen können, kann ich aber nicht. Weil mir der Thunfisch fehlt. Wisst ihr, wenn man wenigstens gut Geld damit machen würde, aber wir machen kaum Geld damit. So, dann gehen wir mal ins Bett, wa? Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, halt die Ohren, stellt man immer was Besseres auch im Leben, euer Potato Pet. Verabschiedet sich, bis dann. Tschüss!